Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute jogge ich ganz stumpf, einfach nur geradeaus. Und wo ich laufe, erzähle ich gleich nach dem Intro. Ich bin heute in Niedernhausen unterwegs und in Niedernhausen bin ich ja sozusagen zu Hause und da möchte ich heute einfach nur gerade durch den Wald laufen. Also klar, wenn der Weg es sich biegt, um die Kurve geht, dann laufe ich auch die Kurve mit, aber ich laufe heute nur, das wollte ich damit sagen, ich laufe heute so 10 Kilometer, das reicht mir, dann ist alles gut. Mit einem schönen Tempo, da bin ich froh. Und jetzt habe ich so einen Kilometer hinter mir momentan. Bin aber auf dem Weg. Gleich habe ich mehr. Jetzt habe ich schon mehr. Und jetzt auch schon mehr. Und jetzt bin ich noch ein bisschen fitter. Guck mal. Und jetzt bin ich noch ein bisschen fitter. Jetzt gerade schon wieder. Geht immer weiter. Immer weiter. Ich bin jetzt bei 3 Kilometer. Und eben hatte ich eine nette Begegnung mit einem Hundehalter. Wer einen der letzten Sportvlogs, der anfänglichen Sportvlogs mal gesehen hat, da war ich mal in Offenbach unterwegs. Da habe ich von Hundehaltern erzählt, die kacke sind, die ihre Hunde nicht an die Leine nehmen und. Aber der Kollege war richtig cool. Der hat es meiner Meinung nach richtig gemacht. Der weiß, dass seine Hunde bisschen flippiger sind, auf Jogger reagieren, geht hin, macht die Leine dran, lässt mich vorbeilaufen und dann geht's weiter für ihn. Da muss ich mich nicht mit den Hunden rumplagen, denn ich kenne die ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie die drauf sind. Vielleicht habe ich ja Schiss vor Hunden, was gar nicht mal so verkehrt ist. Ja, ich bin bei 3 Kilometern und wollte heute meine 10 machen. Lauf mein Pensum jetzt hier runter. Alles geil. Und das soll Motivation sein für jeden, der das sieht. Weil jeder kann laufen gehen. Einfach so Schuhe anschnallen, ab die Post. Einfach laufen gehen. Ein paar Minuten. Reicht schon. 10 Minuten. 15 Minuten. Wie lange geht's? Nur 10? Dann sind es halt nur 10. Beim nächsten Mal sind es 11. Los geht's. Auf geht's. So, ich mache weiter, bevor ich mich hier verbabbel. Bei knapp 8 Kilometer bin ich jetzt angekommen. Und es läuft alles super. Meine 10 Kilometer laufe ich heute locker runter. Alles geil. Aber das war nicht immer so. Das war nicht immer so, dass ich die 10 Kilometer einfach so locker runtergelaufen bin. Sondern, wenn ihr mal guckt, Sportblock Nummer 1 vor 1000 Jahren. Da bin ich die 6 Kilometer mit 15 Kilo mehr, 15 oder 16 sogar Kilo mehr als heute, wirklich gelaufen mit großen Problemen. Und das war der Anfang von allem, dass ich gerade mal 6 Kilometer hingekriegt habe. Ich habe glaube ich 45 Minuten gebraucht. Das war schon ganz, ganz okay. Habe ja eigentlich immer Sport gemacht. Aber dann lange Zeit nicht mehr und musste irgendwie dann wieder einen Beginn finden. Das war damals Sportvlog Nummer 1. Da war das auch nicht so dolle. Da habe ich die 6 Kilometer mit Ach und Krach hingekriegt. Und heute sind das die 10, wenn ich jetzt weit laufen wollte. Naja, weiß nicht, wie weit ich komme, aber 10 auf jeden Fall ganz locker. Ja, das wollte ich mir mal gesagt haben. Das heißt, jeder, der denkt, ich komme ja gar nicht so weit. Scheißegal, wenn es auch nicht so weit ist. Mach einfach mal. Mach einfach mal irgendwas. Und nicht immer nur labern. Und ich wünsche noch, das wäre aber toll, wenn ich so fit wäre. Oh, scheiß drauf. Mach es einfach. Also, ich melde mich gleich, wenn ich meine 10 voll habe. Und dann reden wir weiter. Gleich habe ich meine 10 Kilometer voll. War eigentlich ganz easy heute. Easy peasy. Wetter ist auch ganz anständig. Von daher
konnte eigentlich nichts schief gehen. So, ich habe gleich meine 10 Kilometer voll. Vorne sehe ich schon mein Auto. Und dann habe ich mein Pensum für heute gemacht. Alles geil. Alles geil. Super. Das kannst du auch. Wenn das so ein Spaggo wie ich kann, der irgendwo durch die Gegend rennt, dann kannst du das auch. Mach es. Mach Sport. Runter vom Sofa. Jetzt bin ich da. Also, cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Wir sehen uns.